Dum-di-dum-di-dum, das zweite Urteil nach der Sommerpause letzte Woche war's bisschen peinlich, weil ich ein Riss im Schritt in der Hose hatte, aber diese Woche hat mir meine Mama ein Flicken drauf gebügelt, ein Erdbeerflicken. Herzlich willkommen zum Urteil. Das war doch eine tolle Bundestagswahl am Sonntag, oder? Wahnsinn! Nach dem Aufkeimen des Nationalismus jetzt durch die AfD im Bundestag mit 12,6%, würde ich mir sehr wünschen, dass wir vielleicht hier im Rahmen des Urteils hinter den Kulissen vom Neo-Magazin Royal einen neuen politischen Trend starten könnten. Und zwar den Regionalismus. Und dann mache ich einfach mal den Höcke. So, Fegesack, das ist meine Heimat. Ich habe Angst, dass mein Fegesack überrannt wird von Menschen aus Aum und Hammersbeck. Das muss nicht sein. War eine fantastische Sendung letzte Woche mit Vis-a-vis. Die beste Quote aller Zeiten. Wir haben noch nie so viele Zuschauer im Neo-Magazin Royal gehabt. Ich weiß nicht, ob es immer noch daran liegt, dass die Leute darauf warten, dass wir hinter der AfD stecken oder in Wirklichkeit, keine Ahnung, Alice Weidel eine Bauchrednerpuppe von uns ist. Kann man vielleicht an dieser Stelle mal sagen, leider nicht. Da ist wirklich... Es ist die Wirklichkeit. 80% aller Wortmeldungen, hey Böhmi, steckst du hinter der AfD? Nein. Lexa, glaub nicht, ich lasse mich durch diese tolle Folge von Jans versprochenem Erdbeerflicken fürs Urteil ablenken. Erdbeerflicken, versprochen und nicht gebrochen. Ist das eine sexuelle? Gar nicht. Ich sehe hier viele. Nein, also die Damen wenden sich ab, aber die Herren gucken neugierig. Naja, warum denn nicht? Riesmal Neo, ganz großes Kino. Die Frauen im Neo-Magazin stellen eh alle in den Schatten. Das finde ich auch. Und weil ich weiß, dass es so ist, versuchen wir die Einsätze von Frauen im Neo-Magazin auf ein Minimum zu reduzieren. Keiner lacht. Tillmaster Flash. Da macht das Neo-Magazin Witze über Aaron Hernandez genau an dem Tag heraus, als herauskommt, dass er CTE hat. Interessant, was sind CTE? Eine Krankheit im Gehirn? Heißt sie nicht AfD? Jan regt sich im ZDF-Neo-Magazin über AfD-Nazis auf, aber entscheidet am Aussehen, wer Mörder oder Rapper ist. Fuck you rechts. Lero. Und Donnerstag im Neo-Magazin folgt die Auflösung des AfD-Fake. Nein. Hoffe ich zumindest. Bitte lieber Jan. Nein. Sag, dass es so ist. Nein. 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 Frau Larissa kann ja noch mehr als Insta-Stories raushauen. Lustigste Frau Deutschlands. Sie sollte Kinder mit Herrn Böhmi machen. Was da wohl für Kinder rauskämen. Also Kinder, ich weiß nicht genau, ob das eine gute Idee wäre. Wie die Kinder wohl aussehen würden. Eine Mischung aus Larissa und mir. Das ist eigentlich so, wir sehen einigermaßen gleich aus, als würden wir uns einfach, also entweder wird es sehr schön, sehr gut oder ganz schlecht. Ansonsten, würde ich sagen, war eine tolle Sendung. Vis-a-vis, fantastischer Gast. Das Spiel war super, Song war super, Intro war super, Stand-up grandios. Diese Woche haben wir Götz Alsmann zu Gast. Und so langsam habe ich das Gefühl, der Neo-Magazin Royal-Zug, der läuft wieder. Bevor wir zum Ausblick auf die nächste Sendung kommen, schauen wir noch mal ganz kurz auf das exakte Urteil der letzten Woche. Ja, also die Sendung war fantastisch, hat mir gut gefallen. Und ich würde sagen, wenn die letzte Sendung ein Stadtteil wäre von Bremen, wäre die letzte Sendung Fegesack. Früher waren in Fegesack mehr Fegesacker. Mittlerweile sind ja auch leider Leute auch wirklich aus Leuchtenburg da teilweise mit hingezogen. Und ja, ich bin der Meinung, dass die Menschen, die in Fegesack leben, wirklich auch einen Fegesacker-Pass haben sollten und auch Fegesacker-Blut. Psychologisch interessant, weil als ich Fegesack gesagt habe, habe ich daran gedacht, dass auf meinem Sack eine Erdbeere ist. Ist das nicht geil? Ist also so. Apropos, nächste Sendung. Götz Alsmann, es kommt zusammen, was zusammengehört. Zum zweiten Mal im Neo-Magazin. Es wird super. Wir haben eine tolle Sendung vorbereitet und ich freue mich schon. Freuen auch Sie sich. Es lohnt sich. Mal gucken, was hier nächste Woche passiert im Urteil. Das Urteil. Das Neo-Magazin Royal für Coole. Tschüss, bis nächste Woche.